So Leute, willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 6. Yeah, wenn ihr euch fragt, was mache ich denn hier über dem Turm von Kefka? Ja, wir müssen auf diesem Turm landen und dann beginnt es auch schon. Okay, gehen wir rein. Yeah, der letzte Dungeon. Juhu, ich würde sagen, lasst uns aufbrechen. Auf zur Turmerstürmung. Ja, so kann man es auch nennen. Genau. Was hast du plötzlich, Seles? Es wird spannend, Leute. Es wird spannend. Es ist das Kriegstriumvirat, welches den Espern ihre Magie gab. Wenn wir diese drei Götter vernichten... Du sorgst dich um die Folgen? Sicher kann niemand sagen, wie es ausgehen wird. Die Esper und vielleicht gar die Magie an sich könnten ausgelöscht werden. Wenn dem so wäre, was passiert dann mit Terra? Genau, was geschieht dann mit Terra? Ja, das ist interessant. Okay, nichtsdestotrotz müssen wir nun drei Gruppen bilden. Ganz genau. Da ich meine Gruppen wirklich sehr gut ausgerüstet habe, sehr gut ausgerüstet und sehr gut aufgelevelt, ist es eigentlich egal. Auf jeden Fall in jeder Gruppe ein Magier, also das würde ich sowieso immer machen. Dann in jeder Gruppe einen mächtigen Nahkämpfer. Und Cyan kommt hier mit dabei. Setzer kommt dann, beziehungsweise Shadow kommt hier in die Gruppe. Locke geht in diese Gruppe. Setzer geht in diese Gruppe. So, dann würde ich sagen, Umaro, der Yeti, ja, den würde ich dann auch in die dritte Gruppe verlagern. Gogo, Gao und Mok, ja, Relm, würde ich sagen, der Mokri kommt hier rein und... nehme ich in meine Hauptgruppe. So, die beiden werde ich nicht in die Gruppe nehmen. Weil, ja, ich muss jetzt entscheiden, weil natürlich, Gogo würde ich... Ich zeige Gogo euch natürlich auch noch. Das ist überhaupt kein Problem. Allerdings, jetzt geht es um den letzten Dungeon und ich denke, das ist so eine gute Gruppenwahl. Oh yeah! Uah. Alle drei landen an verschiedenen Orten, an verschiedenen Stellen. Uah! Ich finde übrigens die Musik in diesem Dungeon wirklich sehr cool. Also irgendwo in diesem Turm erwartet uns das Kriegstriumvirat. Ja, durch Drücken von Select kann zwischen den drei Gruppen gewechselt werden. Das kennen wir ja schon. Und ganz genau, Leute. Herzlich willkommen im allerletzten Dungeon dieses Games. Abgesehen von dem Bonus-Dungeon. Das ich ja noch... machen werde. So, dann würde ich erstmal meine Fertigkeiten checken. Kaktor. Wie gesagt, einige Esper fehlen auch noch. Die kommen aber auf jeden Fall noch. Okay, dann würde ich immer Leviathan geben. Er hat den Midgar Solom. Er kann jetzt Bahamut nehmen. Relm. Was kann denn Relm nehmen? TP plus 30%. Okay, dann wird sie den Midgar Solom nehmen. Und du? Was nimmst du? MP? Nö. Konstitution? Bezahl, was kann der? Nö. Stärke? Wer? Ach, Stärke hat Bismarck. Na, da werde ich ihn mal verstärken. Ich denke, das ist dann in Ordnung so. Ausrüsten? Okay. Es sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Und wir starten direkt mit dem letzten Dungeon. Okay, ich habe gesehen, ich habe keine Laufstiefel an. Die werde ich auf jeden Fall anlegen. Auf jeden Fall. Und ab geht's. Oh nein, der erste Kampf im letzten Dungeon. Was kommen hier für Gegner? Der Urdrache und Großmorbol. Ja gut, überhaupt keine Probleme. Man sieht schon, also die Gegner, die hauen schon ordentlich rein. Oh, Mundgeruch. Oh, ich hasse Mundgeruch.
Ja, okay, nur Edgar hat's erwischt. Kein Problem. Die Gegner sind Schwertfutter für mich. Oh yeah. Hier kommen natürlich eine sehr große Anzahl an Gegnern. Also hier kommen wirklich Hunds und Kunz. Also hier kommt alles Mögliche. Ich glaube, da kann man auch rein und ja, da links in diese Röhre oder was? Vectaurus. Ach ja, der komische Drache. Ja, dieser komische Drache, der, weiß ich nicht, besteht aus vier Drachen oder was? Bam, 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 bam. Ah, hammergeile Kombo. Hammergeiler Kettenangriff. So, ja, der besteht aus mehreren Drachen, dieses komische Viech. So, hier geht's weiter. Ja, ich weiß nicht ganz genau, wo ich denn hin muss. Dieses Dungeon ist sehr groß und auch sehr verwirrend. Und die Kämpfe sacken dermaßen. Wie gesagt, auch jetzt im letzten Dungeon werde ich keine Kämpfe rausschneiden, also. Oh, Morbol kriegt davon, okay, von meiner einen Waffe kriegt er Energie. Interessant. Egal, macht nichts. Ja, sogar ja, Rell macht schon über 3000 mit einem Schlag weg, also ist schon ganz ordentlich. Der Groß-Morbol. Yay! Was haben wir hier drin? Die Hypnokrone. Ah ja, die Hypnokrone. Auch ein sehr bekanntes Item aus der Final Fantasy Welt. Ach, Quatsch. Das ist ein Accessoire. Da kann ich lange gucken. Accessoire. Oder nicht? Hä? Oder ist das nur für. Ach so, das ist nur für Realm. Ach so, ja gut. Aber brauche ich nicht. So, weiter geht's. Weiter geht's im Programm. Na, 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 na. Hier geht's runter. Yay. Oh, und da ist eine Tür. Mal sehen, was uns drin erwartet. Der Behemoth-Gigant. Wow, Behemoth. Ja, auch Behemoth ist so eine Sache. Also, ich sage, die Gegner sind jetzt eigentlich kein Problem mehr. Also, ich bin wirklich mehr als stark. Also, 6000 mit einem Angriff hier von Edgar, das ist wow. Heber. Ja, das ist ein Konterangriff, beziehungsweise sein Last Stand. Yay. So, weiter geht es. Im Programm. Ah ja, das erinnert schon, gezinkte Würfel erhalten. Okay, das dürfte, glaube ich, für Setzer sein. Das erinnert schon sehr an die Magitek-Fabrik hier. Kein Wunder, ist ja auch. Soll ja auch ein bisschen was mit Magitek zu tun haben, nehme ich mal an. Ist ja Kefka. So, und jetzt kommt, glaube ich, der erste Zeitpunkt, wo man die Gruppe wechseln muss. Oh, Schrotter. Die Schrotter. Das sind auch so scheiß Gegner, glaube ich. Ich glaube, die können sich selber in die Luft jagen, oder? Also irgendwas war da. Aber gut, ist jetzt egal. Bam, 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 bam. Wow. Das war's von den Schrottern. Wie gesagt, ich werde jetzt auch nicht mehr rausgehen. Ja, jetzt muss ich das erste Mal die Gruppe wechseln. So, wir drücken Select und spielen mit der zweiten Gruppe weiter. So, erstmal die Ausrüstung checken. Jo, und jetzt die Accessoires checken. Er kriegt. Was kriegt er denn? Hermesstiefel und Laufstiefel. Was kriegt er? Ja, er kann mal die Schleife und den Sicherheitsbit anlegen. Okay. Wider Gates. Also das finde ich richtig cool gemacht an diesem Spiel. Das ist das letzte Dungeon, weil man da wirklich mit allen Charakteren irgendwas Sinnvolles machen muss. Und auch wirklich mit mehreren Gruppen hier durch das Dungeon laufen muss. Ja, es ist interessant und ja, Nebeneffekt, der heiligen Pike ist Holy, also Sanctus. Das finde ich so interessant, weil man muss auch ein bisschen nachdenken. Und das finde ich eigentlich auch so das Interessante an RPGs. Na, 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 na. Sehr schön. So, da geht es nach oben. Da ist eine Kiste. Sieht man auch nicht so auf Anhieb. Also muss man auch ein bisschen die Augen offen halten. Der Urdrache. Ja, ich möchte euch im nächsten Video auch mal ein paar Blitztechs von Sabine zeigen. Also, weil ihr kennt ja jetzt eigentlich nur den Faustwirbel. Ich möchte auch ein paar andere zeigen. Nein, nein, nein. Ich möchte auch ein paar andere Sachen zeigen. Also möglich viele Skills und viele Beschwörungen und alles. Weil jetzt habe ich noch die Chance dazu.
Wie gesagt, ich werde auch noch dieses Bonus-Dungeon aufnehmen, das es ja in der GBA-Version gibt. Wie ich das machen werde, wie ich das gestalten werde, weiß ich allerdings noch nicht. Da geht's runter. Auf die Toilette. Ja, ja. Ich weiß schon, was mich hier erwartet. Dämonenritter und Yojimbo. Ja, Yojimbo, den kennen wir doch. Yojimbo, die GF oder beziehungsweise die Esper aus Final Fantasy X. Oder die Bestia. Das Schwein, dem man immer Geld geben muss, damit er sein Zanmato anwendet. Den habe ich gehasst. Also manchmal habe ich den wirklich gehasst. Bam. Auge um Auge. Oh. Auch ein letzter Konterangriff. Was er allerdings bewirkt, weiß ich nicht. Ja, ich weiß, was mich hier auf dem Klo erwartet. Nichts Schönes. Deswegen. Ich würde sagen, im nächsten Video geht es weiter in Kefkas Tower. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Denn jetzt kommt, ja, wie gesagt, das Finale des Games. Viel Spaß noch.